Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Block und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Block über Block. Heute möchte ich euch einmal unser Flaggschiff, den CVR 200 vorstellen. Viel Spaß dabei! Da haben wir einmal das schöne Gerät. Mit dem Lieferumfang enthalten ist da einmal die Fernbedienung plus Batterien, die Betriebsanleitung, das Netzteil und natürlich die Antennen. Der CVR 200 ist in den Farben Saphir-Schwarz und Diamant-Silber verfügbar. Als erstes Blockgerät verfügt der CVR 200 über eine Blu-ray-Player-Funktion. Das heißt, ihr könnt eure Lieblingsfilme über dieses Gerät laufen lassen und somit macht der CVR 200 beispielsweise in eurem Wohnzimmer eine super Figur. Des Weiteren befindet sich hier vorne einmal die Nahfernbedienung mit allerlei Bedienelementen, unter anderem dem Power-Button, Vor- und Zurück, Pause, Menü, Back und Eject-Button. Des Weiteren haben wir hier einmal den Drehknopf. Der ist dafür da, um euch durch das Menü zu navigieren, die Lautstärke zu regeln oder eure Eingabe zu bestätigen. Kommen wir nun zum hinteren Teil. Da hätten wir einmal von links nach rechts einen Video-Output, den Eingang für das Netzkabel, einen HDMI-Eingang, einen USB-Eingang, Lautsprecheranschlüsse für Lautsprecherzone A und Lautsprecherzone B. Damit könnt ihr insgesamt 4 Lautsprecher verbinden und das auch unabhängig voneinander. Dann haben wir hier oben weiter 3 Antennenanschlüsse für Bluetooth, WLAN und DAB. Darunter befinden sich 3 optische Eingänge und ein koaxialer Eingang. Dann haben wir dort einmal einen LAN-Kabeleingang, einen Eingang für Plattenspieler, AUX 1, AUX 2 und TV und Anschlüsse für einen aktiven Subwoofer für noch mehr Bass. Insgesamt verfügt der CVR 200 über 2x100 Watt, was für einen sehr, sehr kraftvollen Klang sorgt. Dann habt ihr mit der blocktypischen Triple-Tuner-Funktion die Möglichkeit, DAB, UKW und Internetradio zu streamen. Dabei habt ihr 10 Speicherplätze, auf denen ihr eure Lieblings-Internet-Radiosender aus der ganzen Welt abspeichern könnt. Des Weiteren kann der CVR 200 als Basisgerät für Block-Connected Room benutzt werden. Das heißt, ihr könnt eure Lieblingsmusik im ganzen Haus wiedergeben. Ebenfalls hat der CVR 200 die Funktion Bluetooth und Spotify Connect. Dazu nehmt ihr einfach euer Smartphone, Tablet oder euren PC und gebt eure Lieblingsmusik über das Gerät wieder. Genauso könnt ihr eure Kopfhörer mit dem CVR 200 verbinden. Dazu drückt ihr einfach doppelt auf die Bluetooth-Taste, die befindet sich links neben dem großen Drehknopf. Dazu muss aber auch euer Kopfhörer die Handshake-Funktion anhaben. Für weitere Spezifikationen guckt gerne in die Videobeschreibung, da haben wir euch die reingepackt. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, der CVR 200 ist ein wahres Multitalent, wenn es darum geht, die eigene Lieblingsmusik zu genießen. Für weitere Videos, die ihr nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal gerne, lasst uns ein Däumchen da und wir sehen uns zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Block über Block. Bleibt gesund, bis dahin, tschüss.